für ein Jahr voller Kunst und Kultur in Marseille und in der ganzen Region Provence. Mehr als 100 Veranstaltungen soll es bis Ende 2013 in und rund um die südfranzösische Mittelmeermetropole geben. Marseille ist genial. Wir sind sehr glücklich, endlich ein anderes Bild von Marseille zu bekommen. Als Marseillerin ist es einfach toll, solche beeindruckende Gebäude entstehen zu sehen, wie das hier neben mir. Ich glaube, das Ganze wird für die Stadt einen großen Impuls geben. Und das hat die Stadt auch nötig. Mit einem gemeinsamen Schrei an 28 verschiedenen Orten der Stadt eröffnet das Jahr der Kultur in Marseille. Der Deutsche Ulrich Fuchs leitet das künstlerische Programm. Für eine Stadt von 1 Million Einwohner ist Marseille sicherlich eine Stadt, die Europa dadurch repräsentiert, auch dass in ihr viele angekommen sind und die heute mit einer Multikulturalität auch lebt, wie es sie ansonsten in Europa selten in solchen Städten dieser Dimension gibt. Marseille liegt direkt am Mittelmeer, genau wie die neuen Kulturzentren am Hafen. Das Museum Mucem, gebaut vom italienischen Architekt Rudy Ricciotti, durfte am Wochenende das erste Mal besichtigt werden. Es ist das erste nationale Museum Frankreichs außerhalb von Paris. Im Juni 2013 wird es eröffnet. Direkt daneben die Villa Mediterranee, errichtet von der britisch-irakischen Star-Architektin Zaha Hadid, ihr zweites Werk in Marseille. Am Hafen und im Kulturzentrum Friche la Belle de Mai ist seit diesem Wochenende moderne Kunst zu sehen. Die Ausstellung heißt Ici Ailleurs, auf Deutsch hier, dort. Werke von 39 international bekannten Künstlern werden hier noch bis Ende März gezeigt. Ich hoffe, dass dieses Jahr für Marseille zum Jahr des Aufbruchs wird, dass die Infrastrukturen für die Kunst jetzt sichtbarer werden. Und vor allem hoffe ich, dass diese Entwicklung nachhaltig ist. Es soll nachher weitergehen, und zwar auf höchstem Niveau. Marseille ist die älteste Stadt Frankreichs, vor mehr als 2600 Jahren gegründet. Die Kirche Notre-Dame de la Garde thront über der Stadt und ist ihr Wahrzeichen. Der Vieux Port, der alte Hafen, hat zuletzt eine vergrößerte Fußgängerzone bekommen. Sie soll eine der größten in Europa werden. Hier bekommt man auch die kulinarischen Spezialitäten der Stadt. Die Fischsuppe Bouillabaisse wird in zwei Gängen serviert. Erst die Suppe, dann der gekochte Fisch. Auch der Anis-Schnaps Pastis hat im Süden Frankreichs seinen Ursprung. Marseille hat viel zu bieten. Als Kulturhauptstadt 2013 will die Stadt das der ganzen Welt zeigen. Es ist weniger eine Stärke in der Literatur oder eine Stärke in der Musik oder eine Stärke im Theater, sondern es ist eine Stärke in neuen Ausdrucksformen, die man im Französischen auch gerne als Culture urbaine, als Stadtkultur bezeichnet. Und da gibt es auch Hotspots, Orte, Laboratorien in Marseille, wo dieses Miteinander auch unterschiedlich ethnischer Kulturen entwickelt wird. Straßenkunst spielt in Marseille eine große Rolle. Die Stadt gilt außerdem als Zentrum des französischen Hip-Hops. Graffiti zieren die Gegend rund um das Kulturzentrum Friche und den Platz Cour Julien, oberhalb des Stadtkerns. Hier treffen verschiedene Kulturen aufeinander. Muriel Gilabert liebt die Vielfalt ihrer Heimatstadt. Die Leute hier haben wirklich etwas zu sagen. Auch 2013 muss sich natürlich jeder den eigenen Problemen stellen. Aber ich denke, für die Street Art ist es wirklich Zeit, sich zu zeigen. Muriel Gilabert lässt sich von diesen Orten inspirieren. In ihrem Vintage-Laden verkauft sie unter anderem Street Art-Stühle. Marseille-Provence 2013 will die Stadt verändern und aufwerten. Für viel Geld. Allein das Mucem hat 216 Millionen Euro gekostet. Wenn das erste nationale Museum Frankreichs außerhalb von Paris in Marseille entsteht, dann hofft man natürlich, dass diejenigen, die die Provence auch als Urlaubsgebiet oder als Ausflugsgebiet, als Städtereisen interessant finden, dass die nicht so wie in der Vergangenheit an Marseille vorbeifahren, sondern dass sie sagen, das muss ich mir anschauen. Zum Auftakt zumindest flogen die Engel in der Stadt. Eine Luftzirkustruppe ließ die Besucher in einem Meer aus echten Federn tanzen.
Mistral heißt der starke Landwind, der in Marseille oft weht. Dieses Jahr soll die Kunst die Stadt gehörig durcheinanderwirbeln.